Aha, meine Freunde und verehrten Zuschauer. Obwohl, ihr könnt auch ein verehrter Zuschauer und ein Freund sein, ehrlich gesagt, ne? Das schließt sich ja nicht aus. Wir sind wieder bei Fallout 3 Megaton. Ich habe, wie gesagt, das Zeug verkauft, ne? Besser gesagt, wir haben nichts verkauft. Wir haben einfach nur den Krempel wieder eingelagert. Und heute machen wir uns daran, zwei Wackelpuppen zu finden. Vielleicht kriege ich zwei in einer Folge. Ich bezweifle es noch, weil wir die Orte nicht haben. Aber na, man kann ja optimistisch sein. Die in diesem Bereich hier auf jeden Fall liegen. Und dann würden wir sagen, machen wir uns gleich mal auf den Weg zum Beinhaus. Oh Gott, dann werden wir mal gleich wieder in der Gruppe Raider rein spawnen, ne? Ich wurde Yep. getroffen. Und auch scheinbar direkt auf eine Mine oder irgendwas anderes Explosives. So, wo seid ihr denn alle? So, wo ist denn der Rest? Dort oben. Wenn der Gegner stirbt. So, waren das alle? Ich glaube nicht, es ist noch jemand in der Nähe. Immer ne. Oh, Level up. Okay, wir können aber noch nicht, weil der dort unten. So, jetzt. So, Nahkampfwaffen. Okay, ich hatte letztens drüber philosophiert, ob man nicht alles ausskillen kann, wenn man alles nur auf 90 bringt und dann die Wackelpuppen sammelt. Ich glaube bald nicht. Wir sind schon Level 38 drüber, ne? Also 8 Level über dem Maximum. Das wären dann hier 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ich glaube, ich habe mich verzählt, oder? 4, 6, 7, 8, 9, 10, nee, 13. 130 Punkte, die man sich sparen würde damit. Na, vielleicht geht's doch. Mit den Skillbüchern wird es wahrscheinlich auf jeden Fall gehen. So, aber das Wichtige ist ja, dass wir ein Perk nehmen können. Ich wollte Infiltrierer nehmen, einfach weil wir kaum noch A-Klammern haben. Es war jetzt ein bisschen ein langweiliger Perk, ne? Aber ich meine, die anderen sind ja auch nicht so spannend, ne? So, ah, jetzt haben wir Infiltrierer. Jetzt können wir jedes, zumindest einmal free versuchen. Ach, hier ist ein Raiderhund. Wir haben ja Tierfreund. Einmal für free versuchen, jedes Ding mit F zu knacken. Das ist doch schon was wert. Ich hoffe, wie gesagt, dass bei einem Fehlversuch dann nicht die H-Klammer abbricht. Das habe ich jetzt mal riskiert. Wie kommt man denn hoch? Ach, von außen. So, wir looten jetzt schon wieder 5 Minuten gleich dieses Beinhaus, aber wir wollen. Hier liegen, glaube ich, noch die Raider vom letzten Mal, oder? Hat Forks die niedergeschossen, die hier oben alle? Wahrscheinlich. So, jetzt aber, ich sag mal, zackig, hier weg vom Beinhaus. So, dann auf nach Westen müssen wir nämlich. Es gibt zwei Orte, die ich durchsuchen will heute. Oh je, aber ich sehe schon, diese zahlreichen Albino-Red-Skorpione hier werden uns einen Strich durch die Rechnung machen. Wir werden erstmal wieder eine halbe Stunde gegen den kämpfen dürfen. Ja, der Stachel im Gesicht, zack. Ich hätte mir irgendwie mehr Schaden erwartet. Normaler Red Skorpion. Der große ist irgendwie. Ach nee, Aschehaufen, ja. Gut. Da ist erklärt alles. Haben die dort hinten mal wieder gegen Ameisen gekämpft? Die kommen halt nie zuerst. Ach nee, sind Yaogawi. Ja, warte mal. Yaogawi. Ja. Es ist Yaogawi. Meine Freunde, irgendjemand hat halt in den Files Yaogawi geschrieben und das wird dann halt immer nur wiederverwendet und, ne? Aber wir suchen natürlich auch nach Yaogawis. Denn wir suchen nach einer Yaogawi-Höhle. Und jetzt werdet ihr sagen, aber Tobis LPs? Nee, bitte sagt das nicht. Oh, Moment, ein Schalter. Funksignal Papa November. Das ist wahrscheinlich nur wieder irgendein Shit, den man nicht verstehen, ne?
guck doch mal, wir haben ja schon eine Reihe von denen. Naja, wird schon irgendeinen Sinn haben, ne? Interessiert mich jetzt nicht. Wir suchen mal wieder eine Yaogaoi Höhle. Und hier in der Nähe sind ja schon jede Menge Yaogaois. Aber was wollte ich sagen? So, Tomis, Peace. Waren wir nicht schon in der Yaogaoi Höhle? Richtig, aber scheinbar gibt es noch eine zweite. Wusste ich zuvor auch nicht, ehrlich gesagt. Oh Gott. Und es Die gibt auch Stunde des Albino Red Todes Skorpione. rückt näher. Es gibt eine Konstante im Ödland. Es gibt zwei Yaogaoi-Höhlen und jede Menge Albino Red Skorpione. Was ist das schon wieder? Was habe ich mir da schon wieder für eine dämliche Catchphrase ausgedacht? Ja, das soll auf meinem Grabstein stehen. Es gibt zwei Konstanten im Ödland. Zwei Yaogaoi-Höhlen und. Na gut. Aus der einen hatten wir nämlich das Nuka-Cola-Granatendiagramm rausgeholt, ne? Und in der, die wir jetzt suchen, gibt es wohl eine Wackelpuppe. Da wir ja aber, oh Gott, dort hinten gibt es einen Enklave-Posten, klasse. Warum. Ach. Ich habe ja das Redaway noch auf Dings. Jetzt habe ich erstmal, glaube ich, drei Redaways reingefressen oder so. Ich hoffe, die nimmt es nicht, wenn man keine Strahlung hat. Ich hatte ne. Nee, die hat es gefressen. Ich hatte nämlich ein paar neue gekauft, weil ich habe geguckt, ob der Doktor in Megaton neue Stimpaks hat, aber ich habe ihm einfach nur sein Redaway abgekauft. So, also hier gibt es einen Enklave-Posten, klasse. Warum gibt's. Ich wollte euch zeigen, wo auf der Karte wir sind, ne? Wie weit weg vom Schuss. Hier sind wir. Und dort ist einfach ein Enklave-Posten. Was auch immer die hier zu finden hoffen. Nur einer von Ah, uns guck mal, da sind sie ist schon. noch Guck mal, wie zielgerichtet wir dem die Waffe weggeschossen haben. Man hat nicht mal einen Laser gesehen. Man soll sagen, wir schießen schneller als unser Schatten. So. Finger. Der hatte nur eine Laserpistole. Was ist denn das für eine Lusche? Wo ne, seine große Waffe liegt ja irgendwo hier. Was hat er denn hier? Ein Gatling-Laser? Oder was ist das? Minigun. Na. Die lass mal liegen. Gatling-Laser hätte ich vielleicht mitgenommen. Guck mal. Yaogaoi-Tunnels. Ich glaube, ist die Mehrzahl von Tunnel nicht Tunnel? Ein Tunnel, zwei Tunnel? Das klingt schöner als Tunnels, ehrlich gesagt. Ich glaube, Tunnels ist auch richtig. Oder vielleicht ist auch nur tu Enclave Soldier. Okay, irgendwie ist hier mal wieder nicht. Jetzt habe ich dem seine Laserpistole eingesagt. Nicht konsequent durchübersetzt. Aber irgendjemand hat den hier scheinbar gut eingeschenkt. Wie, so sieht es zumindest aus. Jetzt haben wir so eine. Haben wir jetzt unseren Helm weggeschmissen? Gib den wieder her, du Lümmel. So, ich schmeiß mal die Laserpistole in die Pampa wieder rein. So. Oh ja, hier wurde ordentlich gerackt. Wie es aussieht. Wir brauchen, glaube ich, noch Helme. Die Rüstung nicht Zeit mehr. ist Nee, das Trennmesser wollte ich nur mit, nicht die Rüstung. abgelaufen. Warum zum Geier kommt jetzt hier eine Armee Raider an? Und das ist schon ziemlich nah an einer Armee Raider. Das sind fünf Stück auf einmal. Wo kommen die jetzt her? Und dort hinten ein Albino-Skorpion. Ich will doch nur den Enklave-Posten looten und dann in den Tunnel reingehen. Ach Mann, Leute. Ich wollte doch auch noch die zweite Puppe die Folge. Wir wollen doch Speed-Folgen machen hier. Speed. Wir sind Speedrunner. Wir sind kein Speedrunner. Was erzähle ich denn? Jetzt müssen wir hier fünf Haufen Raider suchen und looten. Da habe ich ja Bock drauf. So, das ist der zweite. Hier ist noch ein Ascherhaufen. Drei. Das ist Nummer vier. Das ist Nummer fünf. Okay, wir waren nämlich gerade hier die Dinger looten, die tot über den Zaun hängen. So, wir hatten eine Rüstung von denen mitgenommen. Und Helme, ne? So, da geht tatsächlich mal was wieder in die Rüstung rein. So, Helm ist auch ziemlich gut. Wir sind nur auf 85. Achso, ne. Er stand gerade nur 80, aber wir sind doch auf 85. Ist gut. So, Enklave Kisten sind noch voll. Gut. Achso, die steht komisch. So, auf jeden Fall.
Wurden die gerackt vielleicht von den Yaogawis aus dem Tunnel? Wollten die wieder irgendwas einfangen, wie die Todeskrallen? So. Dann machen wir uns mal auf ans Werk. Die Yaokai sind uns ja freundlich gesinnt mit Tierfreunden, ne? Deswegen sollten wir eigentlich nicht wirklich auf Hindernisse stoßen hier drin. Es sei denn, es sind irgendwelche Enklave-Soldaten oder was noch da. Vorkriegsbuch. Pfeil. Wir halten uns schon wieder ewig an dem Tisch hier auf. So. Wir sind ja der Fallout 3 Speedrunner jetzt. Glitschen uns jetzt hier rückwärts in die Wand rein und dann. Zack. Sind wir bei der Backelpuppe. Machen nämlich 100% all Backelpuppels. Das ist die neue Kategorie, die ich gefunden habe. Fallout 3 All Backelpuppels. Nee, wie heißen die? Bubbleheads heißen die auf Englisch. Bobblehead. Zwei A-Klammern. High Loot. Das ist wirklich noch High Loot für uns hier. Hier Zwei riecht A-Klammern. es nach Gefahr. Hier riecht's nach Gefahr. Ich würde eher sagen, hier riecht's ja gar nichts. Habt ihr den gesehen? Der ist ja hier vorbeigespackt wie sonst denn nix. Der kam nicht mal auf meinem Radar, ehrlich gesagt. Guck doch mal, was hier für Waffen gelagert sind. Ha. Wer braucht hier denn alles? Ist das von der Enklave? Nee, die Enklave hat auch ihre eigenen Kisten. So. Auch interessant. Das Altmetall, ne? Nehmen wir mit. Warum nicht? Ist ganz schön monochromatisch hier, die ist ganz schön grau in der Höhle. Ich meine, ich glaube, das ist schon ziemlich realistisch, ne? Aber die letzte Höhle, Todeskrallengebiet, war wenigstens irgendwie braun. Vorsichtig! Okay, hier ist endlich mal ein Yaogawi. Ich hoffe mal, dass Forks auch quasi mit uns den Tierfreunde-Perk hat. Aber wir hatten ihn, glaube ich, ja schon in die letzte Höhle mitgenommen. Können wir hier bitte vorbei? Danke, der Herr. So. Ich höre, dass das die Yaogawi-Tunnel sind. Sind hier verhältnismäßig wenig von denen bisher, ne? Oder wurden die alle ausgerottet? Natürlich auch sein. Okay, hier gibt es nichts. Auf jeden Fall wurden hier Barrikaden und Schilde aufgestellt. Von hier kam er hochgeschossen, Wir ne? müssen leise gehen. Ihr habt ja gesehen, wie der da vorbeikommt. Vielleicht nicht. Wahrscheinlich nicht. Ich hab's ja selber kaum gesehen. Es kommt wieder. Oh. Der ist hinter uns her, huh? Es kommt mal wieder hier Herbert Daring Dashwood und Argyle im Radio. Ihr seid Da will ich gerade euch nicht zu viel berühmt, Dame. spoilern, aber wir wollen in der Folge nach Möglichkeit auch noch nach Rokopolis. Wenn wir es denn schaffen, in der ordentlichen Geschwindigkeit hier die Tunnel zu machen. Warte mal, ging doch noch ein anderer Weg ab. Ach so, der steht der als Wächter quasi davor. Ist noch einer. Und der steht hier rum und guckt sich gerne die Einrichtung an, ha? In dem fetten Tunnel sollen wir eine Wackelpuppe suchen. Das wird ja wieder klasse. Gut, dass die Wackelpuppen meist an auffälligen Orten stehen. Weiß nicht, ich will mal den neuen Infiltrierer-Perk ausprobieren, aber es sind nur sehr leichte Kisten hier. Das stört mich ein bisschen. So, wir packen mal auch noch die lokale Karte aus, ne? Die hilft. In solchen Höhlen hilft die mehr als zum Beispiel in den Vaults, die hier so mehrstöckig sind und wo sich dann die Karte da überlagert. Aber wer hat die ganzen Zäune hier reingebaut? Das würde mich mal interessieren. Okay, eine Tür. Hier geht's zu Yaogawi Höhle. Ha.
So eine Höhle haben sie hier trotzdem auch noch. Ich denke mal, dort wird die Puppe drin sein. Hatten wir jetzt alles in den Tunneln? Ist die Frage. Wollen wir alles in den Tunnel holen? Es ist schon verblüffend, dass Ihnen die Leute so sehr trauen, Ging dass es sie mich hier nicht angreifen. noch lang? Nee, ist gut, wir haben die Tunnel gemacht. Das wird reichen bei den Tunneln. Wir gehen jetzt in die Höhlen. Denn dort gibt es, was wir wollen. Wir wollen auch noch Narokopolis. Narokopolis ist halt auch, soweit ich weiß, nicht auf einem Map-Verzeichnis. Deswegen werden wir danach eher noch länger suchen müssen. Deswegen bin ich gar nicht mal so zuversichtlich, dass wir es schaffen in der Folge. Und ich dachte, wir kriegen zwei in einer Folge hin. Wir liegen aus irgendeinem Grund Skelette. Wer auch immer sich in der Yaogao-Höhle verbarrikadiert. Selten dämlich, es sei denn, die hatten alle den Tierfreunde-Perk. Trotzdem sind sie ja scheinbar verhungert. Oder wurden doch geschlachtet. Ich meine, Yaogwei sind mutierte Bären. Also selbst bevor hier die Bomben eingeschlagen sind, waren das hier trotzdem Bären. Also haben sie quasi in einer Bärenhöhle gekämpft. Auch nicht gerade schlau. So, hier geht's nach oben. Vielleicht hier drin die Wackelpuppe? Nee. Hier im Wasser vielleicht? Eine Leiche schwimmt im Wasser. Toter Siedler. Yaogwei Höhlennotiz. Jetzt haben wir das dämliche Outfit mitgenommen. Okay, es gibt tatsächlich Lore für den Ort. Man muss endlich aufhören, diese blöden Geschichten über Monster zu verbreiten, die in den Tiefen der Höhle lauern. Es macht den Kindern nur Angst. Wir haben trotzdem behelfsmäßige Barrieren eingerichtet, bis wir die Zeit haben, dauerhaft aufzubauen. Die Barrieren dienen eher unserer Beruhigung als sonst irgendwas. Wir sind jetzt seit ungefähr einem Monat in der Höhle und haben uns endlich komplett eingerichtet. Es ist schön, ein Dach über dem Kopf zu haben und sich keine Sorgen machen zu müssen, dass nachts Diebesbanden über unser Lager herfahren. Wir sind hier in Sicherheit und das ist momentan alles, was zählt. Ja, ich meine ja, so lange waren sie nicht in Sicherheit. Die armen Idioten. Scheinbar waren sie mit einem ganzen Rudel Bären hier eingesperrt. Und das ist sogar ein relativ großes Rudel, will ich mal sagen. Und eine Haarklammer, das ist immer nice. Das habe ich ja gesagt schon, das ist der Heilhut. Ansonsten ist das eine ziemlich langweilige Höhle, Michael. Sind wir jetzt falsch gegangen? Boah, wir sind falsch gegangen. Hier geht's wieder in den Tunnel rein, ne? Das ist ein anderer Eingang. Wait, what? Was sagt denn die lokale Karte dazu? Okay, aber in dem Raum waren wir auch schon. Okay, hier ist eine Leiche mit dem Skillbuch. Von dem Raider, interessanterweise. Ich will den Grognack der Barbar dort mitnehmen. Danke. Aber das ist jetzt nicht die Wackelpuppe. Okay, gehen wir mal wieder zurück in die Höhle. Ich glaube, die müsste hier in der Höhle sein und nicht in den Tunneln, oder? Oh Gott, wenn ich jetzt doch in den Tunneln ist und ich mich jetzt 5 Stunden hier drin umgucke. Wo in meiner Anleitung steht, in meinem Wiki, dass sie in den Tunneln ist. Und sonst würde doch dort ja. Ich kann das Wort bald nicht mehr sagen. Yao Guai Gaui. Höhlen stehen, oder? Hier sollte man vielleicht nur rein für die Lore-Notiz. Der Traum von Rokopolis, den können wir uns. Oh! Da ist er ja. Ah, Wackelpuppe schleichen. Cool. Das war jetzt ein bisschen random, aber auf dem Sockel steht der sicherste Weg von einem. Entschuldigung, Leute. Oh Gott, müde. Der sicherste Weg von einem Ort zum nächsten verläuft im Schatten. Ja, ne? Da würde ein gewisser Meisterdieb
namens Garrett zustimmen, würde ich mal sagen. Wenn den Joke jetzt einer, die Anspielung einer verstanden hat. Nein, es ist nicht der Thief Garrett gemeint, ne? Ich habe Garrett gesagt. Schön deutsch ausgesprochen. Wir sind ja hier keine Amerikaner. Oh yeah, wir die Yankees. Wir sind schon hier. God damn it, so. Aber genug davon. Jetzt zack, 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 zack. Raus, raus, raus hier aus den Tunneln. Ach, wir schaffen es nicht mehr nach Rokopolis. Oh. Wir haben noch irgendwie 4 Minuten und wie gesagt, der Ort ist, soweit ich weiß, nicht auf der Karte verzeichnet. Ich weiß halt wieder nur so eine ungefähre, so eine ungefähre Lage. Jetzt muss ich sogar noch auf die Karte gucken, wo es hier rausgeht. Höhle, Höhle. Und in die Richtung ist der Ausgang. Aber fix. Ich könnte natürlich die Folge auch einfach mit Überlänge produzieren, wenn ich sie 40 Minuten lang machen will, ne? Dann würden wir es schon finden. So, ab ins Capital Wasteland. So. Gucken wir mal auf die Weltkarte. Hier ist Girder Shade. Hier ist Smith Caseys Garage. Irgendwo hier müsste auch Rokopolis sein, aber. Hier sind da wieder nur so räudige Klippen und so ein Shit. Aber wir werden es trotzdem mal drauf ankommen lassen. So, gehen wir so ein bisschen nach Südosten. Nach Süd-Südost. Und gucken mal, was wir finden. Ja gut, hier wird es doch ein bisschen offener, das finde ich gut. Da können wir auf jeden Fall den Blick schweifen lassen und dann doch nichts finden. Hier vielleicht? Die Irgendwo? Spielchen sind zu Ende. Natürlich nur wieder ein riesiger Albino Red Scorpion. Hier ist nicht zufällig, ne? Ein Eingang? Ne. Ist es der bei Forks oben? Wir sind doch runtergegangen, damit wir den runterlocken. Forks, was machst du da? Verdammt! Warum schießen wir eigentlich die ganze Zeit mit einem Metallsprenger? Ich hatte doch in den letzten Folgen eigentlich die Flinte, ach, ist doch eigentlich auch scheißegal, was wir benutzen. Wir haben 5000 Munition für jede dieser Waffen. Oh Gott, wie konnten wir nur jemals an so viel Muni kommen? Holy crap. Wir sind einfach zu gut im Looten. Daran wird's liegen. Ah. Wir haben es doch noch gefunden. Das war ja easy. Man muss nur auf die Wimpel achten. So, Rollings, wir sind fertig. Gibt es eine Notiz, wenn wir gleich durchlesen? Und hier haben wir sowohl Argyle als auch die Wackelpuppe unbewaffnet. Sie haben eine Wort-Tag-Limited-Edition Wackelpuppe gefunden. Die Inschrift auf dem Sockel lautet: Wenn Worte nichts nutzen, gibt es immer noch die Fäuste. Ihre Fähigkeit, waffenlos, wurde dauerhaft um 10 erhöht. Ja, wir wussten ja, dass Argyle ein Meister des unbewaffneten Kampfes ist. Denn er hat ja der komischen Penelope Chase, hieß die, glaube ich, das Herz einfach rausgerissen mit der bloßen Hand. Oh ja. Und er konnte Kung Fu. So, aber ansonsten gibt es hier nichts, ne? Das ist halt alles, was es in Rokopolis gibt. Denn der weitere Weg, wie ihr seht, ist versperrt. So, da haben wir es ja doch geschafft in der einer Folge.
Und ich glaube, wir können jetzt auch, da wir Argyle gefunden haben. Ach, wir haben ja noch die Notiz. Rawlings, wir sind fertig. Rawlings, das ist der letzte dieser verdammten Höhlenbewohner. Shirley will sie im Norden verkaufen. Ich bin mir nicht sicher, ob sie gute Sklaven abgeben werden, weil sie so schlecht sehen können. Aber das ist ja nicht unser Problem. Also trommeln Sie die Jungs zusammen und machen Sie sich für die Abreise bereit. Nächste Haltestelle, Pit. Okay, die haben also die Bewohner von Rokopolis tatsächlich versklavt. Aber wie wir jetzt wissen, scheinen auch die ganzen Dashwood-Sachen tatsächlich echt zu sein. Und soweit ich weiß, können wir jetzt noch fix in den Tenpenny Tower gehen und mit Herbert Daring Dashwood reden, dass wir Argyles Leiche gefunden haben. Ich glaube, der gibt uns dafür noch was. So, erstmal hier. Warten Sie eine Sekunde und machen. Zack. So, jetzt hoffe ich, dass wir ihn fix finden. Stimmt, im Tenpenny Tower gibt es eigentlich auch Läden. Ne? Die könnten wir uns ja auch mal zu Gemüte führen. Und mit unseren Kronkorken beglücken. Wahrscheinlich sind wir reicher als Tenpenny selber. So, wo war denn Dashwood? Der wohnte doch irgendwo weiter oben, ne? Ja, wer weiß, ist er überhaupt in seiner Wohnung drin, ne? Hallo. Random Einwohner, du bist nicht das, was wir brauchen. Achso, ne, hier geht's schon wieder runter. Willkommen im Noch ein Random Tenpenny Tower. Einwohner. Ich glaube, die Wohnung von ihm war doch die mit den ganzen, mit dem komischen Schädel und so auch noch drinnen, ne? Okay, das, hier ist er aber nicht. Hier? Nee, sieht auch nicht so aus. Ah, hallo. Edgar Wellington, der Zweite. Hallo. Hat man die Wie schön, schon? dass Sie sich um unser kleines Gutproblem Gute gekümmert Arbeit. haben. Sie haben uns diese Ich komme widerliche mir Kreatur überhaupt nicht verkauft. bekannt vor, aber. Ja, muss ja auch nicht. So. Ich glaube, hier wohnt Dashwood. Aber natürlich ist er nicht da. Die Grabsteine. Vielleicht für Argyle oder was? Natürlich ist er nicht da. Aufhören. Jetzt müssen wir ihn aufstöbern. Dann könnte er vielleicht unten rumeiern. Sehr erfreut. Hätten wir uns doch zuerst unten umgeguckt. Jetzt finden wir den Weg nach unten nicht. Hier, Exit. Guten Abend. Guten Abend. Also hier vielleicht. Hier ist ein alter Sack mit einer Knarre. Ja, das ist Sie sind weitaus zäher, als Sie aussehen. er. Wie ist es so, das Leben? Nun, alle haben sich beruhigt und sind wieder sie selbst. Nicht, dass ich sie je groß gemocht hätte, aber wenigstens hat dieser Ghoul-Blödsinn ein Ende. Die Leute hier sind wirklich ganz schön ignorant. Aber wo soll ich mich sonst zur Ruhe setzen und all meine Trophäen unterbringen? Dann machen Sie. Schön, dass Sie die Leute hier. Okay, wir können ihn gar nicht drauf ansprechen. Oh, ich hatte aber eigentlich gelesen, dass das geht. Vielleicht nicht, nachdem man die Quest gemacht hat. Ist aber ein bisschen doof, ne? Naja, egal. Ist, glaube ich, eh nichts Besonderes. Wir könnten dann in seinen Safe rein, glaube ich. Aber wir könnten auch seinen Schlüssel klauen oder was weiß ich. Den knacken vielleicht den Safe. Wenn man wirklich wollen, was so drin ist, aber. Ist ja eigentlich auch Wurst. So. Dann würde ich sagen, beenden wir die Session. Wir haben es tatsächlich geschafft, in einer Folge von 25 Minuten die beiden Wackelpuppen zu kriegen. Hätte ich nicht gedacht. Natürlich ist die Folge jetzt ein bisschen länger, weil wir noch aus irgendeinem Grund zum Tenpenny Tower gegangen sind. Naja. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn wir wieder weiter nach Wackelpuppen suchen. Denn es gibt immer noch einige, die wir brauchen. Tschö.